drei gute Gründe, warum ich keine Tiere mehr esse und jetzt die Emma erstmal runterlasse. Das erkläre ich euch im heutigen Video. Tschüss Emma, mach's gut, Emma Ole. Grapperei. Ja! Hey zusammen und willkommen bei diesem etwas anderen Video. Ich hatte euch ja gefragt, ihr habt abgestimmt und deshalb erzähle ich euch heute, warum ich vegan geworden bin. Vorab, ich bin natürlich nicht als Vegetarier oder Veganer auf die Welt gekommen. Wenn man sich mal meine Instagram-Postings anschaut und einfach mal so nach unten runter scrollt, dann ist der zweite Post folgender mit dem wunderschönen Titel Fleisch ist mein Gemüse. Und ich bin ehrlich, es hat nicht am Geschmack gelegen, dass ich aufgehört habe, tierische Produkte zu essen. Damit ihr das Ganze vielleicht noch ein Stück besser verstehen könnt, hole ich einfach ein bisschen aus. Ich selbst, ich bin auf dem Land aufgewachsen, wirklich in einem Dorf. Da gibt es mehr Kühe und Schafe als Einwohner. Und meine Familie selbst, die lebt auf so einem kleinen Hof. Und wir hatten immer schon Hunde, Katzen, Pferde und wir hatten auch mal ein Hängebauchschwein. Und meine Eltern haben mittlerweile wieder Schweine. Aber wir haben selbst nie die Tiere geschlachtet. In meiner Familie ist es ganz normal, dass man eben Fleisch, Käse und Milch verzehrt. Und als damals meine Schwestern, da war ich glaube ich so 10 oder so, die wurden dann plötzlich vegetarisch, weil sie eine schlimme Dokumentation in der Bravo gesehen hatten. Und für mich war das damals so, warum zum Teufel sollte ich jetzt anfangen, das Fleisch nicht mehr zu essen? Es ist ja da und wir tun es halt. Es ist ja normal und ich habe das wirklich lange Zeit nicht kapiert. Nach meinem Abitur bin ich dann mit 17 nach Köln gezogen, um hier dann zu studieren. Und da habe ich natürlich einfach für mich so weitergekocht, das, was mir meine Mutter beigebracht hat. Es war natürlich viel Fleisch dabei und ja, auch so Käse, Milchsachen, all das gehörte einfach zu einer Ernährung mit dazu. Und das Witzige ist, jetzt so rückwirkend betrachtet, ich fand damals Veganer recht extrem. Und wenn man mich heute anguckt, dann ist es schon lustig, wie sich die Dinge ändern können, oder? Und der Grund, warum ich euch erzähle, warum ich vom Land komme, ist, dass mir natürlich von, als ich klein war, schon lange bekannt war, dass eben, wenn ich ein Stück Fleisch esse, ein anderes Lebewesen dafür sterben musste. Genauso weiß ich schon, seit ich klein bin, dass Kühe nicht immer Milch haben. Das ist wie bei Frauen. Die haben nur Milch, wenn sie schwanger waren. In dem Fall, wenn wir das auf die Kuh runterbrechen, eben ihr Kälbchen zu ernähren. Nur, dass es heutzutage eben so ist, dass die Kühe eben künstlich geschwängert werden. Und wenn das Kalb dann da ist, kommt das Kalb weg, weil das Kalb würde ja uns Menschen dann die Milch wegsaufen. Und das ist definitiv nicht so cool. Und es hat bei mir echt lange gedauert, bis ich gecheckt habe, dass der Grund, warum ich so ohne Probleme meinen Hund lieb habe, kann, während ich ein anderes Tier esse, das ist einfach nur Marketing oder Werbung. Und ich habe den ganzen Spaß studiert und es stimmt, das ist sehr, sehr viel Blabla, was uns einfach so mitgegeben wird. Da heißt es, Fleisch macht dich besonders stark, Milch ist gesund für Kinder. Da gibt es eben diese typischen Werbeslogans, die runtergebrochen nichts anderes als Marketing sind, uns aber logischerweise schon, wenn wir eben aufwachsen, mit begleiten und dann irgendwann eben auch als Wahrheit oder als fester Glaubenssatz mitgenommen wird. Und insgesamt hat sich das gesellschaftlich einfach so in diese Richtung entwickelt, dass wir das, was ich gerade beschrieben habe, einfach so als normal hinnehmen. Ich finde, nur weil etwas normal in unserer Gesellschaft ist, sollten wir es nicht direkt für bare Münze nehmen oder einfach als Argument dafür nehmen, dass man es macht. Denn wenn man mal so ein bisschen zurück überlegt, das ist noch gar nicht so lange her, da war es normal, dass homosexuelle Paare nicht heiraten durften. Oder dass Frauen in Deutschland nicht wählen durften. Oder dass Frauen eigentlich in der Ehe in Deutschland keinerlei Rechte hatten und alles mitmachen mussten. Das war eine Zeit lang normal und ich tue mich extrem schwer damit, nur weil etwas normal in unserer Gesellschaft ist, das einfach so zu akzeptieren und nicht zu hinterfragen. Und genau das bestärkt mich wiederum auch dabei, diese Videos hier zu drehen und dich vielleicht zum Nachdenken zu bringen. Ein einschneidendes Erlebnis war damals, als ich in Japan war. Da traf ich auf zwei Japanerinnen, das war für so eine Interviewgeschichte. Und da kam dann von mir die Frage, ob die beiden das nicht schon ein bisschen grausam fänden, dass sie dort vor Ort eben Wale jagen und dann essen. Und dann überlegten die beiden ganz kurz und sagten dann, naja, aber wenn man mal so schaut, was ihr mit den Schweinen und Kühen macht, ist es dann nicht eigentlich im Grunde dasselbe? Und die beiden hatten recht und das hat mich dann komplett zum Nachdenken gebracht. Etwas, was mich wirklich damals hart getroffen hat, war eine Doku. Da ging es eben um Schweine, um Schlachten. Das war jetzt keine von diesen richtig krassen Dokus, sondern eigentlich eine recht normale Doku. Und ich werde nie vergessen, wie der Sprecher so etwas sagte, wie wenn die Schweine zur Schlachtbank getrieben werden, dass sie Angst empfinden. Und
diese Aussage war einfach so heftig für mich, dass ich da wirklich lange drüber nachdenken musste und dann eben zu dem Schluss kam, wie grausam es eigentlich ist, dass ein anderes Lebewesen wegen mir Angst empfindet, nur damit ich so 2 Minuten Genuss habe. Und das war wirklich so ein Punkt, der bei mir viel ins Rollen brachte. Und zudem wurde ich dann noch ein bisschen bestärkt, als ich eben tiefer googelte, mir alles zusammensuchte und dann eben auch feststellte, dass es auch echt viele Leistungssportler gibt, die sich rein pflanzlich ohne Tiere ernähren. Und ich mag Sport. Ich bin sportlich sehr interessiert. Und vorher dachte ich immer, ja, da muss es ja irgendwo ein Defizit geben. Faktisch gibt es da einfach keinerlei Einschränkungen, wenn man es eben richtig macht. Und es gibt viele, viele gute Sportler, die entsprechend pflanzlich sich ernähren und dennoch Topleistung bringen können. Je mehr ich mich damit auseinandersetze, desto mehr stellte ich eben auch fest, dass beispielsweise der erhöhte Konsum von tierischen Produkten zu der Top-Todesursache, das ist ein Herzinfarkt, beitragen kann, indem beispielsweise Cholesterin dafür sorgt, dass unsere Arterien verstopfen. Dann kommt eben weniger Blut durch, was dann oft zu einem Herzinfarkt führen kann. Witzigerweise gibt es mittlerweile viele moderne Ärzte, die eben bei so Herzinfarktpatienten denen im wahrsten Sinne des Wortes ans Herz legen, nur noch sich rein pflanzlich zu ernähren, weil, das haben eben auch Studien und Forschungen gezeigt, die Arterien dadurch wieder freier werden. Und an diesem Punkt stellt sich mir die Frage, warum sollte ich etwas essen, was meinem Körper tatsächlich schaden kann? Das ergab für mich keinerlei Sinn. Und diesen Prozess stellte ich auch irgendwann fest, dass es eigentlich kompletter Schwachsinn ist, dass ich das Tier esse, was eigentlich nur ein Mittelsmann ist. Weil so ein Tier, das frisst ja eben auch Pflanzen, kriegt Zusätze wie beispielsweise B12, das wird ja oftmals eben bei Veganern kritisiert, aber selbst so ein normales Tier, was man dann isst, wo man denkt, ja, dadurch ist mein B12-Haushalt ja gestillt, selbst das kriegt schon sehr, sehr früh B12 zugefüttert, weil es selbst nicht mehr in dem Maße produzieren kann. Und ich gehe dann hin, esse das Tier, um mir die Nährstoff und das B12 zu holen. Und da war ich dann irgendwann an dem Punkt, wo ich mir gedacht habe, warum gehe ich denn nicht direkt zu den Pflanzen, esse sie direkt und lass einfach den Mittelsmann da weg, weil oftmals so ein Mittelsmann eben auch dafür sorgt, dass ich am Ende gar nicht mehr die zu 100%ige Leistung bekomme. Ein bestes Beispiel ist da ja wohl Stille Post, wo man ja auch Mittelsmänner hat. Man sieht ja da immer sehr, sehr schnell, wie oft dann eben sozusagen das Ganze abgeschwächt wird. Und all diese Sachen und so ein paar Krankheitsgeschichten eben auch in der Familie sorgten dann für mich dafür, dass ich in der Gesamtheit erstmal sagte, nö, ich will erstmal gar kein Fleisch mehr essen, wurde dann vegetarisch und stellte auch später auf vegan um. Und heute weiß ich, dass diese Ernährungsform eben die umweltfreundlichste Ernährungsform ist, weil eben die Massentierhaltungsindustrie einer der Top-Verursacher von CO2 und damit eben von Treibhausgasen ist und damit eben langfristig echt das Klima schädigt. Heute, nach gut 2,5 Jahren, kann ich sagen, ich vermisse nichts, mir geht es super, ich bin im letzten Jahr 3 Marathon gelaufen, also das passt alles. Ich habe keinerlei Einschränkungen, ich habe mich vom Arzt durchchecken lassen, es ist alles super bei mir. Und du fragst dich vielleicht bei meiner Herleitung, warum ich dann nicht einfach nur Vegetarier geworden bin. Nun, ich finde es so schon schlimm, wenn ein Lebewesen getötet wird, nur damit ich was genießen kann. So, ne, das also nur für den Genuss ein Lebewesen zu töten, ist für mich nicht mehr logisch und heutzutage auch nicht mehr notwendig. Das erübrigt sich jeglicher Notwendigkeit in meinen Augen. Aber, und jetzt kommt es eben dazu, wenn wir beispielsweise mal in die Milchindustrie gucken, da ist es eben so, dass Kühe wirklich auf Hochleistung gezüchtet werden. Die werden immer wieder geschwängert, dann werden ihnen immer wieder die Kälber weggenommen und dann, wenn sie nicht mehr so viel Leistung bringen, werden sie geschlachtet. Und das finde ich tatsächlich sogar fast noch schlimmer, als ein Tier einfach zu töten, dass man es erst lange ausbeutet und dann schlachtet, wenn es nicht mehr genug Leistung bringt. Und das in der Gesamtheit plus die gesundheitliche Komponente haben bei mir dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich will gar keine Tiere mehr in meiner Ernährung haben. Ich brauche das nicht. Es gibt mittlerweile, wir schreiben das Jahr 2019, bald ist es 2020, es war noch nie so einfach, was die Produktvielfalt angeht, vegan zu sein, als heutzutage. Und natürlich, wenn man jetzt in den Supermarkt geht und dann zum Veganer-Regal steuert, da gibt es extrem viele Ersatzprodukte. Die sind in der Summe nicht gesünder als tierisches Fastfood. Aber sie können sehr, sehr gut beim Übergang helfen. Denn mittlerweile, wenn ich jetzt in meinen Kühlschrank schaue, da ist recht viel frisches Gemüse. Natürlich haben wir noch eine vegane Wurst, einfach weil sie uns schmeckt. So, die ist einfach ein gutes Produkt. So, aber wir ernähren uns nicht nur von diesen Ersatzprodukten. Im Gegenteil, wir kochen mittlerweile sehr, sehr frisch. Aber diese Umstellung der Ernährung
Ernährung, das ist wirklich etwas Längerfristiges und klappt selten von heute auf morgen. Von daher können so Ersatzprodukte helfen. Sie sollten aber ähnlich eben wie andere Fastfood-Sachen mit hier nicht den Hauptteil der Ernährung ausmachen. Also man sollte schon am Ende darauf schauen, dass man sich durchaus ausgewogen ernährt. Deshalb ist mir eben auch wichtig, dass ich so Kochvideos mache, und auf meinem Kanal siehst du ja mittlerweile auch schon, dass es gar nicht so schwer ist, vegan zu kochen. Zusammengefasst also meine Gründe: Kein Tier muss für meinen Genuss leiden. Ich lebe insgesamt für mich gesünder und zudem tue ich der Umwelt auch noch etwas Gutes. Das Thema selbst ist natürlich recht komplex und innerhalb von so einem Video, das ist ein paar Stunden Video, kann das gar nicht alles abgedeckt werden. Deshalb, wenn du Fragen dazu hast, scheu dich nicht, schreib mir das Ganze gerne in die Kommentare und ich schaue, dass ich möglichst viele davon beantworte. Und falls du selbst noch jetzt Lust hast, vielleicht zu sagen, hey, ich würde das total gerne mal eine Woche ausprobieren oder einen Monat, brauche aber noch ein bisschen Hilfe, perfekt, dann melde dich doch einfach über den Link unten jetzt in der Infobox für meinen Veganuar 2020 an. Den habe ich schon 2019 gemacht, haben über 3000 Leute mitgemacht, das Ganze ist kostenlos und ich informiere dich in der Zeit per Mail oder in der Facebook-Gruppe einfach mit Rezepten, Infos und Einkaufstipps darüber, wie du deine Ernährung etwas pflanzlicher gestalten kannst. Wenn es für dich was ist oder du Leute kennst, für die das spannend sein könnte, teile den Link gerne mit denen. Ich möchte mich auf diesem Wege für deine Aufmerksamkeit bedanken. Wenn dir das Video gefällt, freue ich mich über einen Daumen hoch und ein kostenloses Abonnement, wenn du mich supporten möchtest. Mach es gut bis dahin, hab einen schönen Tag und tschüss.